Ubisoft hat überraschend zwei neue Ableger der beliebten Assassin's Creed-Serie angekündigt. Mit Assassin's Creed Pirates werkeln die Franzosen aktuell an einem für Tablets und Smartphone optimierten Assassin's Creed. Im Spiel schlüpft er in die Rolle des Captain Alonso Batila und segelt durch die Karibik, erkundet tropische Inseln und macht euch auf die Suche nach dem legendären Schatz von La Bursa. Das Spiel soll bei der Geschichte komplett unabhängig sein von den bisherigen Serienablegern. Die meiste Zeit werdet ihr übrigens auf der See verbringen und mit eurer Crew feindliche Schiffe versenken. Assassin's Creed Pirates soll noch in diesem Jahr für iOS, Android und Windows Phone Geräte erscheinen. Das zweite Spiel hört auf den Namen Assassin's Creed Liberation HD. Hierbei handelt es sich um das ursprünglich PlayStation Vita exklusive Assassin's Creed, welches nun aber auch auf die Konsolen und den PC erscheint. Im Spiel schlüpft ihr zum ersten Mal in der Serie in die Rolle einer weiblichen Assassin. Der Hauptschauplatz ist New Orleans zwischen den Jahren 1766 und 1780. Die HD-Version von Liberation soll 2014 als Download-Titel vertrieben werden für die Xbox 360, PlayStation 3 und den PC.